Die Zeit geht wieder auf Silvester zu und ganz viele Menschen fragen sich in dieser Zeit, wie kann ich denn einen ängstlichen Hund beruhigen, wenn ich zum Beispiel mit ihm rausgehe und dann knallt es überall, mein Hund erschrickt sich oder ich habe generell einen ängstlichen Hund. Wie kann ich den da draußen mehr Sicherheit geben? Jetzt liest man im Internet ganz oft, ja, du musst ihm einfach Sicherheit vermitteln, du musst einfach die Führung übernehmen. Aber hey, wie funktioniert denn das überhaupt? Das sind alles solche Floskeln, mit denen sich da ganz viele dann immer brüsten und da irgendwas um sich schmeißen. Ja, du musst Führung übernehmen, Sicherheit deinem Hund geben, Aufgaben abnehmen. Aber was bedeutet denn das jetzt wirklich? In diesem Video gebe ich euch mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr auf euren ängstlichen Hund am besten einwirken könnt, damit er sich wieder an euch orientieren kann und ihr ihm damit auch wiederum Sicherheit gibt und wie ihr solche Situationen einfach am besten meistern könnt. Dazu habe ich euch das Ganze mal hier so ein bisschen aufgeschrieben. Na, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und von daher, lasst uns nicht weiter rumquatschen. Fangen wir mal mit Schritt 1 an. Und der Schritt 1 ist auf jeden Fall die bzw. deine Körpersprache. Ganz wichtig. Na, Körpersprache. So, was bedeutet das jetzt genau? Deine Körpersprache hat einen sehr großen Einfluss. Wenn du zum Beispiel jetzt mit deinem Hund unterwegs bist, es ist irgendwas, dein Hund erschrickt sich und du fängst jetzt an und redest mit deinem Hund plötzlich. Ja? Du wirst ganz anders, oder? Dein Hund will stehen bleiben, blockiert, du drehst dich rum und sagst, ja komm mein Fifi, ach ja komm, komm weiter, gehst dann vielleicht noch in das Locken rein, solche Themen. Dein Körper, du bewegst dich anders, du wirst einfach anders als sonst. Und hier haben wir genau das Problem, denn Hunde orientieren sich gern an, ja sage ich mal, Führungspersönlichkeiten, das bedeutet, die mit solchen Situationen umgehen können, die einfach alles im Griff haben. Von daher musst du gucken, dass du erstmal mental in deinem Kopf ruhig bleibst, ganz cool bleibst, aufrechte Körperhaltung und dann einfach ja, durch die Situation durchgehen. Nichts anders machen, einfach so bleiben wie immer. Denn das Problem ist, wenn du dich jetzt noch veränderst, ja, du bist quasi der Bezugspunkt, wo sich dein Hund drauf bezieht. Du bist quasi der Leuchtturm in der Brandung. Und wenn du dich jetzt noch veränderst und dein Hund merkt, Mensch, du bist auch unsicher, du kommst mit der Situation nicht so ganz klar, dann fällt es ihm auch viel, viel schwerer, sich an dir zu orientieren. Ist ja auch logisch, ne? Weil wenn ich jetzt jemanden habe und ich bin unsicher, ich orientiere mich an dem und merke, oh, nee, oh, jetzt hat der sogar auch ein Problem, jetzt wird der sogar unsicher, jetzt wird der ganz anders. Dann werde ich auch unsicherer. Ne? Von daher wichtig, in deiner Körpersprache dich nicht verändern. Einfach gleich bleiben wie immer. Ja? Deinem Hund einfach signalisieren, hey, ich habe es wahrgenommen, alles gut. Schritt Nummer 2 ist, dass du einfach den Raum verwaltest. Ja, also in dem Fall die Raumverwaltung, nennen wir es mal. Na, was bedeutet das jetzt? Also, wenn du jetzt selber cool bleibst, ja, locker bleibst, das einfach so auch ausstrahlst, hey, alles safe, kein Problem, ne, ist wie immer, dann schauen, dass du deinen Hund jetzt nicht gerade, Moment, ich mach's anders, wenn wir jetzt mal, machen wir so rum, ne, du läufst jetzt hier, Straße, da, hier läufst du mit deinem Hund und dein Hund läuft jetzt hier, hier spielt jetzt Kalle zum Beispiel und schmeißt jetzt hier immer Böller hin. So, jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, hey, Kalle, hör mal auf mit dem Kram, ich will gerade mal mit meinem Hund vorbei. So, jetzt kann Kalle darauf reagieren oder Kalle sagt sich, oh, mir doch egal. So, dann kannst du dir natürlich denken, hey, der Vollpfosten, ja, aber im Endeffekt kannst du an der Situation nichts ändern. Ne? Auch ganz wichtig für dein Mindset, du kannst nur damit ändern, wie du jetzt mit der Situation umgehst. Du kannst aber jetzt nicht den Kalle verändern. Wenn der weitermacht, ist das halt so.
Und dann ist es wichtig, dass du deinen Hund jetzt nicht hier weiterlaufen lässt, weil räumlich gesehen fühlt sich dein Hund jetzt in der Aufgabe, sich darum zu kümmern, und jetzt wird er damit konfrontiert und ach, unsicher und ah, ne? Das wollen wir eben nicht. Deswegen nimmst du ihn einfach auf die andere Seite schon mal, räumlich. Dass du quasi, wenn du dann mit ihm hier langläufst, du bist dann hier, dein Hund läuft hier. Dass du zwischen dem angstauslösenden Reiz bist und deinem Hund. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Und natürlich auch die Leine. Jetzt nicht den, hier deinen Hund hier voll die Leine geben, dass der hier rumspringen kann. Da. Ja? Viel Raum macht das Ganze nochmal viel, viel schlimmer für deinen Hund, weil dann ist er viel mehr überfordert. Das heißt, nimm ihn lieber an die kürzere Leine. Ne? Halt ihn eher bei dir und geh mit dem Gedanken ran, wir gehen da jetzt zusammen einfach durch. Ja, einfach selbstbewusst bleiben, wir gehen da jetzt durch. So, das zur Raumverwaltung. Jetzt zu Schritt Nummer 3. Und der ist einfach, ja, dann fehlt nur noch die Bewegung. So, warum Bewegung? Ganz klar, nehmen wir mal wieder das Beispiel hier. Wenn ich jetzt sage hier, ne, ja, ich mache das nochmal weg, machen wir nochmal neu, ne, dass ich einfach nicht stehen bleibe, quasi hier ist wieder Kalle, so, du läufst hier, so, dein Hund blockiert jetzt hier, ja, und du bleibst mit ihm stehen. Stillstand vergrößert das ganze Thema nochmal für deinen Hund. Das heißt, immer schön in der Bewegung bleiben. Wenn du jetzt merkst, dein Hund möchte blockieren, will stehen bleiben, geh nicht drauf ein, sondern gib einfach leichte Leinimpulse und quasi sagst du damit, komm weiter, wir laufen einfach weiter, und du machst daraus überhaupt kein großes Thema, weil du deinem Hund damit signalisierst, hey, das ist was ganz Alltägliches, ich habe das mitgekriegt, ja, okay, kein Problem. Was du natürlich auch noch machen kannst und tun solltest, ist einfach hier gucken, dass du, wenn du hier Platz hast, ja, dann lauf auch einfach einen Bogen um den Kalle. Damit signalisierst du ihm ebenfalls, hey, wir wollen überhaupt keinen Kontakt, alles gut, wir schaffen hier einfach noch ein bisschen Distanz, ne? Und ich laufe da jetzt einfach weiter. Viele würden jetzt natürlich sagen, hey, du musst doch auf deinen Hund eingehen, ja, wenn er jetzt Angst hat, du musst ihn doch beruhigen. Nein, musst du eben nicht. Wichtig ist, dass du einfach selber in dir ruhst und kein Thema draus machst. Das gleiche natürlich auch Silvester, wenn es draußen knallt, drinnen, ja, fangen jetzt nicht an und sagen, ach ja, mein armer Hund, und ach ja, das tut mir so leid, ach komm her, ich beruhige dich ein bisschen, komm, ich streiche dich ein bisschen. Nein, das Ganze verschlimmert das Problem noch. Warum? Erkläre ich euch an einem ganz einfachen Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid in einem brennenden Haus, ja, alles Balken stürzt schon runter, alles totales Feuermeer, und ihr könnt schon nichts mehr sehen, habt einfach nur noch richtig Angst, seid in der Ecke, kommt nirgendwo mehr raus, und jetzt kommt ein Feuerwehrmann rein und der sagt, ach, du tust mir aber leid, ach ja, jetzt weiß ich du nicht wohin, ach, komm mal her, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir hier rauskommen, ach ja, das ist ja blöd, so schlimm, guck mal, hier fällt ja alles runter. Würdet ihr euch da sicher fühlen? Würdet ihr da ihm vertrauen und sagen, jawohl, der hat's drauf, der bringt mich raus? Nö. Andere Situation, ihr seid in diesem brennenden Haus, genau das gleiche, ihr seid total verängstigt, ja, wisst nicht wohin, wisst nicht mehr, wo oben und unten ist. Der Feuerwehrmann geht rein, verliert keine großen Worte, quatscht überhaupt nicht mit euch, ja, nimmt euch einfach an die Hand oder sagt maximal zu euch, komm, ich nehme dich jetzt hier raus, nix wie raus jetzt hier. Ja, das bringt Sicherheit. An so jemanden kann ich mich auch in einem brennenden Haus orientieren. Das bedeutet Führung. Und nicht anfangen, oh ja, komm, ja, hast wieder Angst, komm, ich beruhige dich. Nee, verhaltet euch wirklich ganz normal. Ja,
Wo ihr so ein bisschen gucken müsst, ist natürlich bei dem Raum. Ja, wenn euer Hund jetzt anfängt und wird im Haus dann zum Beispiel ängstlich, ja, dass ihr ihm vielleicht gar nicht so viel Raum gebt, indem ihr sowas wie eine Ruhezone habt, wo ihr ihn einfach draufschicken könnt. Ganz normales Tagesprogramm wie immer und nichts anderes besonders machen. Eigentlich total einfach, nur wir Menschen machen gerne halt ein riesengroßes Thema daraus. So, Problem dabei ist jetzt natürlich, dass dir diese ganzen Sachen, was ich jetzt hier erklärt habe, das wird dir alles nicht helfen, wenn bei dir nicht die Basis stimmt. Das heißt, wenn du mit deinem Hund rausgehst, ja, er ist nicht ansprechbar, ist generell nicht gechillt, ja, ist generell so ein bisschen gestresst, orientiert sich sowieso nicht viel an dir, dann kannst du hiermit machen, was du willst. Das wird dir nicht helfen. Ja, dann da brauchst du gar nicht anfangen, da irgendwas zu machen. Wenn du einen entspannten Hund haben willst, der in jeglicher Situation ansprechbar ist, der sich auch an dir orientiert, ohne dass du jetzt mit viel Zeitaufwand massig Signale aufbauen musst, irgendwelche Trainingsmethoden, ja, die im Endeffekt zu eh nichts führen, dann melde dich bei mir www.matteo-lüderitz.de und dann schauen wir mal, ob ich dir helfen kann, ja, dass wir deinen Hund und die Basis richtig gut schaffen, dass du auch mit solchen Wegen zum Erfolg kommst, ja, dass du eine viel schönere, harmonischere Mensch-Hund-Beziehung bekommst und damit auch deinem Hund Führung vermitteln kannst, Sicherheit vermitteln kannst und einfach ein schöneres Leben mit deinem Hund hast. Also melde dich www.matteo-lüderitz.de. Tschüss!